Ich habe endlich die Klasse gefunden, welche ich spielen möchte, welche Berufe gibt es jetzt aber eigentlich und wie funktioniert das Ganze? In diesem Video stelle ich euch alle primären sowie sekundären Berufe vor, gehe darauf ein, für welche Klassen diese besonders geeignet sind und zeige das Goldpotenzial des jeweiligen Berufs auf. Zudem schauen wir uns natürlich im Vorfeld mal an, wie das Ganze überhaupt funktioniert und was man zu beachten hat. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welche Berufe ihr nehmen wollt. In WoW Classic gibt es 9 Hauptberufe, welche sich aus den herstellenden Berufen Alchemie, Lederverarbeitung, Schmiedekunst, Ingenieurskunst, Schneiderei sowie Verzauberungskunst und den Sammelberufen Kräuterkunde, Kirschner und Bergbau zusammensetzen. Aus allen diesen genannten Berufen könnt ihr jetzt 2 Stück verwenden, wobei nicht alle in Kombination Sinn machen, dazu aber noch später mehr. Neben den besagten Hauptberufen gibt es noch die 3 Sekundärberufe Kochen, Angeln und Erste Hilfe, welche ihr alle 3 gleichzeitig verwenden könnt. Ihr skillt die jeweiligen Berufe, ganz einfach gesagt, indem ihr sie verwendet. Das Ganze ist in Farben gegliedert. Baut ihr zum Beispiel Erz ab, welches orange ist, bekommt ihr zu 100% einen Skillpunkt dazu. Bei Gelb oft, aber nicht immer. Bei Grün nur noch selten und Grau gibt euch keinen Fähigkeitspunkt. Das ganze System mit den Farben ist natürlich bei allen anderen Berufen dasselbe. Beim Versuch Kräuter und Erze abzubauen, könnt ihr ab und zu die Schrift Fehlschlag angezeigt bekommen, wenn das Vorkommen orange ist. Das Vorkommen ist dann aber nicht verloren, ihr könnt es einfach nochmal versuchen. Ihr könnt insgesamt 300 Skillpunkte aufsteigen und arbeitet euch langsam vom Lehrling zum Fachmann hoch. Wir starten mit dem Sammelberuf Kräuterkunde. Kräuterkunde ist wohl einer der Berufe zum Goldmachen schlechthin und wird sehr oft mit dem Herstellungsberuf Alchemie verbunden. Da man für Alchemie jede Menge Kräuter benötigt und vor allem im Endgame für mächtige Bufffläschchen und Tränke diese in Massen braucht, ist Kräuterkunde immer ein sehr lukrativer Beruf. Vor allem Schwarzer Lotus kann euch gut und gerne mal den ein oder anderen Taler Gold einspielen, auch wenn dieser mehr als rar ist. Zudem wird Schwarzer Lotus für Mojo Wahnsinn der Gurubashi benötigt, mit dem man einen Boss in Zul'Gurub beschwören kann. Auch Schurken benötigen zum Beispiel für ihre Fähigkeit Blenden die Pflanze Blassblatt, um aus dieser dann Blendungspulver herzustellen. Nicht zu vergessen der gute Disteltee, für den man Flitzdisteln benötigt. Der Beruf ist eigentlich für jeden geeignet, vor allem für Spieler, welche Alchemie betreiben, fast ein Muss. Außer ihr habt zu viel Gold oder einen Twink, der für euch das Sammeln übernimmt. Schurken profitieren natürlich auch sehr davon, da sie dann nicht die benannten Kräuter kaufen müssen. Tauren haben zudem einen plus 15 Skillpunkte Rassenbonus auf Kräuterkunde. Bergbau ist wie auch schon Kräuterkunde ein Goldeselberuf schlechthin und wird vor allem in Kombination mit den Berufen Schmiedekunst oder Ingenieurskunst verwendet, da dort die gefundenen Erze und Steine mehr als benötigt werden. Es wird eine Spitzhacke zum Abbauen verwendet, welche ihr aber gleich beim Händler neben dem Lehrer kaufen könnt. Nach dem Abbau könnt ihr dann das Erz einschmelzen und zu den jeweiligen Bahnen machen. Im Endgame gibt es dann neben dem wertvollen Thorium bzw. Arkankristallen noch das Dunkeleisenerz, welches nur im geschmolzenen Kern und in Schwarzfelstiefen abgebaut sowie im letzteren genannten nach einer erfolgreich abgeschlossenen Questreihe eingeschmolzen werden kann. Dunkeleisenerz wird unter anderem für den Sulfuron-Hammer benötigt, der ein Teil der legendären Waffe Hand von Ragnaros ist. Bergbau eignet sich also für jedermann, da die Rohstoffe sehr teuer verkauft werden können, vor allem allerdings für Krieger und Paladine mit Schmiedekunst und Ingenieurskunst. Der Beruf kann mit dem Goblin-Bergbauhelm sowie einer Verzauberung auf Handschuhe um jeweils plus 5 erhöht werden. Kirschner ist der dritte und letzte Sammelberuf im Bunde, für welchen ihr ein Kirschnermesser benötigt, um mit diesem dann toten Tieren die Haut abzuziehen. Kirschner macht besonders Sinn in Kombination mit Lederverarbeitung, da ihr für diesen sämtliche Materialien benötigt. Wenn ihr allerdings nicht gerade Lederverarbeitung habt, könnt ihr die gesammelte Haut auch einfach beim Händler verkaufen. Im Auktionshaus werdet ihr das niedrigstufige Leder, vor allem am Anfang, nur sehr schwer los. Im Endgame benötigt ihr Kirschner dann allerdings teilweise sogar mit einem Skill von 315, um zum Beispiel Onyxia zu enthäuten, um den Schuppenumhang für den letzten Boss im Pechschwingenhort anzufertigen. Diesen Skill bekommt ihr mit 2 besonderen Kirschnermessern bzw. einer Verzauberung auf euren Handschuhen. Der Beruf Kirschner ist für alle mit Lederverarbeitung essentiell, sowie für alle, die keine Lust auf einen Herstellungsberuf haben, der perfekte zweite Beruf neben Kräuterkunde oder Bergbau, da von letzten beiden genannten zwar beide gelernt werden können, aber immer nur einer auf der Minimap aktiv sein kann. Der Beruf Alchemie ist wahrscheinlich einer der populärsten im Spiel. Mit diesem lassen sich mächtige Fläschchen wie das Fläschchen der obersten Macht oder das Elixier des Mungos und andere Tränke herstellen, welche dann für viel Geld im Auktionshaus verkauft werden können.
Vergesst zudem nicht, dass der Mana-Trank-Cooldown in Vanilla während des Kampfes beginnt und somit viel öfter Mana-Tränke konsumiert werden können als im jetzigen World of Warcraft. Für einige der mächtigsten Fläschchen müsst ihr euch allerdings zu speziellen Laboratorien begeben. Die beste Kombination ist natürlich mit Kräuterkunde, um die jeweiligen Pflanzen zu sammeln. Auch Angeln ist ein klasse Sekundärberuf, da diverse Fische bzw. Öle für einige Tränke benötigt werden. Außerdem könnt ihr alle 2 Tage Arcani transmutieren, was für die mächtigsten herstellbaren Gegenstände und diverse Quests benötigt wird. Das bringt natürlich einiges an Gold ein. Alchemie kann ohne Bedenken mit jeder Klasse gelernt werden, da der Beruf für alle sinnvoll ist. Als Verzauberer könnt ihr eure Gegenstände mit diversen Verstärkungen permanent verstärken. Um genau zu sein, Waffen, Schuhe, Armschienen, Brust, Umhang, Handschuhe und Schilde. Die Materialien dafür bekommt ihr aus Staub, welche ihr aus grünen, blauen und lilanen Gegenständen bezieht, wenn ihr diese entzaubert. Je nach Gegenstandsqualität bekommt ihr dann Staub bzw. Materialien zurück. In Kombination wird sie sehr gerne mit der Schneiderei verwendet, da dort ganz einfach Gegenstände, welche zum Skillen des Berufes hergestellt wurden, entzaubert werden können. Ihr benötigt außerdem eine Route, um Gegenstände zu verzaubern. Neben den ganzen Aufwertungen der Gegenstände kann der Beruf noch Zauberstäbe für Casterklassen, ein nettes Tankschmuckstück oder auch Zauberöl zur Damage-Verstärkung herstellen. Zu den mächtigsten Verzauberungen in Vanilla gehören zum Beispiel der Zauberkraft oder Kreuzfahrer-Enchant, welcher ein deutliches Upgrade für euren Schaden haben kann. Dank der guten Paarung mit der Schneiderei eignet sich die Verzauberungskunst vor allem für Magier, Hexenmeister und Priester, wobei unterm Strich natürlich jede Klasse seinen Nutzen daraus ziehen kann. Der Weg ist zudem hart, wenn ihr es aber geschafft habt, kann eine Menge Gold damit gemacht werden. Allgemein auch super für ein Level 5er Banktwink geeignet, die mir nur die Gegenstände schickt und diese euch genannte Items in Staub und Splitter umwandelt, dazu aber mal noch in einem späteren Video mehr. Schneiderei, ein Beruf, welcher gerne mit der eben genannten Verzauberungskunst oder der Kürschnerei kombiniert wird, stellt neben mächtigen Stoffrüstungen auch normale Taschen sowie dedizierte wie die Kernteufelstofftasche für Hexenmeistersplitter oder Verzauberertaschen sowie den szenarischen Ranzen für Kräuterkundler her. Auch Resistenzstoff-Items stehen auf der Liste, sowie mächtige Roben für die 3 Stoffklassen Hexenmeister, Priester und Magier, welche allerdings beim Aufheben gebunden sind und somit nicht verkauft werden können. Das alles baut ihr über gefundene Stoffe, gekaufte Fäden und das ein oder andere Leder. Schneiderei braucht aus diesem Grund auch keinen eigenen Sammelberuf, da alle Stoffe vom Gegner fallen gelassen werden. Der Beruf wird deswegen also gerne mit der Verzauberungskunst oder auch in manchen Fällen mit der Kürschnerei kombiniert und ist vor allem für die Stoffklassen Magier, Hexenmeister und Priester geeignet. Wenn man die richtigen Rezepte hat, kann man zudem noch super Geld mit Taschenverkäufe oder den Verkauf von Mondstoff machen. Lederverarbeiter stellen Leder- und schwere Rüstung-Items her. Um einfach an Ressourcen zu gelangen, solltet ihr den Beruf mit Kürschnern verbinden. Auf der Maximalstufe könnt ihr wichtige Resistenz-Items und sogar ganze Sets wie die Teufelsaurier-Rüstung oder auch das Drachenschuppen-Panzerset herstellen. Eines der wichtigsten Items ist der Onyxia-Schuppenumhang, der euch im Kampf gegen Nefarian vor der Attacke Schattenflamme schützt. Die Reagenzien und das Rezept erhaltet ihr jedoch erst nach dem Sieg über Onyxia, nachdem ihr Onyxia gekürschnert und ihren Kopf in eurer jeweiligen Hauptstadt abgegeben habt. Ab Level 40 und Skill 225 können sich dann Lederverarbeiter auf Elementarlederverarbeitung, welche eher für Beweglichkeitsklassen und eher für Resistenzausrüstung gedacht ist, oder Drachenlederverarbeitung, welche sich eher auf Ketteträger spezialisieren, entscheiden. Lederverarbeiter haben in Classic zudem die Möglichkeit, kleine defensive Kernrüstungssets zu basteln, welche die Rüstungswertung auf Kopf-, Hand-, Bein- und Brustrüstung jeweils um einen kleinen Betrag erhöht. Die Lederverarbeitung lohnt sich vor allem für Jäger, Schamanen, Schurken und Druiden, da sie die hergestellte Rüstung selbst verwenden können. Goldmachen ist ebenfalls möglich, man ist allerdings schon sehr von den Rezepten abhängig. Schmiedekunst wird vornehmlich von Kriegern und Paladinen erlernt, die sich ihre eigenen Rüstungen und teilweise starken Waffen wie den bereits angesprochenen Sulfuronhammer oder den Arcanid-Schnitter schmieden können. Für euer Handwerk benötigt ihr einen Schmiedehammer und müsst euch zudem zum Craften an einem Amboss aufhalten. Auch hier könnt ihr euch mit Level 40 und Skill 200 auf Rüstungs- oder Waffenschmied spezialisieren. Waffenschmiede können dann mit Level 50 und einem Skill von 250 nochmals den Weg in Axt-, Hammer- oder Schwertspezialisierung einschlagen. Zudem können Waffenverstärkungen wie der Elementarwettstein hergestellt und verkauft werden.
Goldmachen ist leider eher schwer mit Schmiedekunst, da gibt es durch und durch lukrativere Berufe. Kommen wir zum spaßigsten Beruf schlechthin, mit dem zudem leider wohl am wenigsten Gold verdient werden kann. Ingenieurskunst ist wohl die beste Berufung für alle PvP-Hasen unter euch. Mit selbstgebauten Bomben könnt ihr zum Beispiel Gegner in einem kleinen Radius für 5 Sekunden zum Schweigen bringen und sogar stunnen. Als Jäger habt ihr zudem wohl den größten Nutzen davon, da ihr euch eigene Zielfernrohre und Munition bauen könnt. Zudem ist es super, wenn man als Jäger einen weiteren Stun hat, um wieder auf Distanz zu kommen. Nützliche Items wie das Goblin-Überbrückungskabel oder der Feldreparaturbot sind es natürlich definitiv auch wert. Als Zweitberuf sollte man aber auf jeden Fall Bergbau wählen, da man etliche Steine und Erze benötigt. Ab Stufe 30 und einer Mindestfertigkeitsstufe von 200 könnt ihr euch für eine der beiden Spezialisierungen, Gnomen oder Goblin-Ingenieur, entscheiden. Je nachdem, für welche Spezialisierung ihr euch entschieden habt, habt ihr Zugang zu einzigartigen Bauplänen. Gnome haben zudem als Rassenfähigkeit einen +15-Punkte-Bonus, was man auch nicht außer Acht lassen sollte. Empfehlen würde ich die Ingenieurskunst für alle PvP-Enthusiasten. Auch Jäger sollten sich das Ganze mal genauer überlegen. Schauen wir uns jetzt noch die drei Sekundärberufe an, welche ihr alle drei gleichzeitig erlernen könnt. Wir starten gleich mal mit dem Beruf Angeln. Angler versorgen Köche mit wichtigen Materialien und Alchemisten mit Ölen. Ihr müsst zudem, anders als im jetzigen World of Warcraft, eine Angelroute anlegen. Auch ein Boss in Zul'Gurub kann von einem erfahrenen Fischer so gesehen geangelt werden. Der Beruf Angeln ist für alle Klassen super geeignet. Auch in Vanilla hauen sich die Raider Buff-Food hinter die Kiemen, um diverse Werte zu steigern oder zum Beispiel ihr Aussehen wie ihr Deviant Supreme zu verändern. Speziell auch super für Schurken, die sich damit ganz einfach Disteltee selbst herstellen können. Erste Hilfe ist vor allem für alle Klassen super interessant, die sich nicht selbst heilen können, da ihr euch ganz einfach mit gefundenem Stoff Bandagen bauen könnt und euch mit diesem eine kanalisierte Heilung drücken könnt. Allgemein für alle PvP-Spieler eine super Alternative, um sich in einer kurzen Sekunde während des Gefechtes zu heilen. Überlegt euch das Ganze aber gut, wenn ihr den Beruf Schneiderei ausübt, da euch sonst die Ressource Stoff teilen müsst. Diverse Berufskombinationen machen demnach vor allem für Anfänger und Leute ohne andere Level 60 Twinks, die Ressourcen farmen können, wenig Sinn, wie zum Beispiel Schmiedekunst und Lederverarbeitung oder Schneiderei und Ingenieurskunst. Ich schlage euch demnach hier nochmal zusammengefasst meine Vorschläge vor, welche ich euch für eure Berufe empfehlen kann. Wenn ihr euren Hauptfokus auf PvP legt, könnt ihr egal mit welcher Klasse ohne Bedenken Ingenieurskunst wählen, da es dort einfach riesen vorteilbringende Items gibt. Als Jäger natürlich auch super wegen der Munition und den anderen Hunter-Items. Kräuterkunde plus Alchemie kann ich ebenfalls jeder Klasse empfehlen, die Lust drauf hat, da kann man auch nichts falsch machen. Auf die jeweiligen Rüstungsvarianten runtergebrochen, könnte man sich dann als Jäger, Druide, Schurke und Schamane überlegen, Kürschner plus Lederverarbeitung zu erlernen, da man sich die jeweiligen Items dann selbst herstellen könnte. Dasselbe gilt für unsere drei Stoffklassen, den Priester, Magier und Hexenmeister mit Schneiderei und Verzauberung. Der Paladin und Krieger macht hingegen mit der Schmiedekunst nichts falsch. Wenn ihr keine Lust auf einen Herstellungsberuf habt, könnt ihr natürlich auch zwei Sammelberufe wie Kräuterkunde und Kürschner oder Bergbau und Kürschner lernen. Damit könnt ihr dann super Gold machen, indem ihr alles ins Haar stellt. Natürlich könnt ihr auch einfach Kräuterkunde und Bergbau lernen, allerdings kann euch immer nur eine der Ressourcen auf der Minimap angezeigt werden. Ich würde euch zudem empfehlen, die beiden Sekundärberufe Angeln und Kochen zu erlernen, da ihr euch damit euer eigenes Buff-Food selbst machen und euch eine Menge an Gold sparen könnt. Erste Hilfe ist natürlich für alle PvP-Spieler und Leute, die sich abseits von Essen und Fähigkeiten schnell mal heilen wollen, super empfehlenswert. Wer etwas Hilfe beim Skillen braucht, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung noch Guides für die jeweiligen Berufe. Wo finde ich jetzt aber den Einstieg zum jeweiligen Beruf, beziehungsweise wo lerne ich diesen? Relativ simpel. Geht zur nächsten Wache in der Stadt, in welcher ihr euch gerade aufhaltet, und fragt diese nach dem jeweiligen Beruf, welchen ihr lernen wollt. Schwupps wird euch der jeweilige Lehrer auf der Karte angezeigt. Vergesst nicht, dass ihr ab der Expertenstufe des jeweiligen Berufes, welche ihr ab Skill 125 lernen könnt, zu ganz speziellen Trainern müsst. Dazu verlinke ich euch natürlich ebenfalls eine Homepage, auf der ihr das ganz einfach nachschlagen könnt. Alles natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch mega gerne einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, oder wie mein orkischer Freund sagen würde, Arbeit, Arbeit.